Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Siberia, The World Before. Wir sind zurück im Sommer 1937 an der Berghütte. Die Geschichte ihres Gemäldes begann damals an einem Sommerabend. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Eine Gruppe Wissenschaftler wohnte auf der Hütte, um sich auf eine Expedition weit in den Osten vorzubereiten. Ein hiesiger Alpinist bildete sie aus und sollte sie führen. Sein Name war Leon Kobartis. Oh, er sah aus wie ein griechischer Gott. Und noch dazu Olympiasieger. Sehr beliebt bei den Damen. Er war so charmant zu mir, zwinkerte und lächelte, wenn ich ihm sein Bier servierte. Dankeschön, Demoiselle Leni, sagte er immer. Und auch noch auf Französisch. Ich kam mir vor wie eine vornehme Dame. Aber dann scheuchte mich Frau Junter immer weg. Frau Junter? Die muss damals Mitte 20 gewesen sein. Aber für mich wirkte sie natürlich wie eine alte Vettel. Und es gefiel mir nicht, wie sie Leon mit ihrer Kamera herumkommandierte. Auf der Hütte ging es hoch her, alle waren fröhlich. Und die Wissenschaftler debattierten wie üblich über dies und jenes. Ein lustiger Haufen, trotz ihrer Diskussionen. Außer einem. Frank Höss war sein Name und er blieb lieber für sich. Selbst mit meinen jungen Augen konnte ich sehen, dass er verschlagen war wie der Teufel. Aber was ist mit der Frau auf dem Bild? An jenem Abend war sie ebenfalls anwesend. Sie arbeitete über den Sommer bei uns. Sie hieß Dana. Dana Rose. Ah, sie war so herzig und wohlerzogen. Selbst Vater war ihr gegenüber lammfromm. Kümmer dich um die Getränke der Wissenschaftler und nimm dann Bestellungen auf. Und sieh nach dem Herd, wenn du schon dabei bist. Ja, Herr Gustav. Schaffst du das auch, Dana? Es ist dein erster Abend mit vollem Haus. Also frag einfach, wenn du Fragen hast. In Ordnung, Kleines? Danke, Herr Gustav, aber es ist ja nicht kompliziert. Ich schaffe das. Braves Mädchen. Dann ab mit dir, Schätzchen. Immer lächeln. Dann tragen sie bald das Tablett für dich. Ich muss diese Getränke den Wissenschaftlern servieren. Okay. Spitze hell und Birntau und zwei Nebelbräuner. Mal gucken, ob sie das merken können. Irgendwas ist hier gerade passiert, was mir nicht gefällt. Mit dir, Mädel. Du schaffst das. Okay, da ist es jetzt. Was für ein seltsamer Mechanismus. Er erinnert mich an die Automaten auf dem Musikplatz. Diese Bilder. Ich glaube, Herr Gustav wollte, dass ich ihm helfe, eines zum Kauf auszusuchen. Er muss mir eine Nachricht hinterlassen haben. Dana, ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Leon, der junge Bergsteiger, will mir eines seiner Bilder aufschwatzen. Er malt sie in seiner Freizeit. Sie sind vielleicht keine Meisterwerke, aber gut gemacht. Zumindest erkenne ich, was sie darstellen. Und ich würde mir zu gern eins davon an die Wand hängen. Außerdem ist Leon ein anständiger Kerl und bringt mir Kunden. Also dachte ich, da dein Vater Bilder und was nicht noch alles verkauft, bitte ich dich, eins auszusuchen. Danke für deine Hilfe. Ich sollte mir diese Bilder näher ansehen, bevor ich eines aussuche. So, da hätte man Wasserfall. Was war hier? Wolken. Ach, ich bin für den Wasserfall hier. Ich glaube, ich nehme das hier. So, dann sind wir jetzt zum Tisch und... Ich sollte hinter den Tresen gehen. Die Getränke servieren sich schließlich nicht von selbst. Och, wie umständlich. Die Hocke am Weg. So, Spitze hell.
Gott sei Dank hält sie den Krug alleine runter. Spitze und Birne. Okay, also müssen wir einmal Spitze nehmen. Und zweimal Nebel. Das Fass ist leer. Ich muss es austauschen. Na super. Das ist ja immer. Spitze ist es nicht. Oh, das sollte reichen. Okay. Jetzt bediene ich die Herrschaften. Es steht da endlich ein Krüger im Weg. Nein, wir müssen höher rauf, sage ich. Es ist doch höchst unwahrscheinlich, dass ein Primat in der Lage ist, so hoch oben zu überleben. Geschweige denn zu gedeihen. Würden sie gedeihen, würden wir wohl kaum nach ihnen suchen, oder? Meiner Meinung nach sind sie weiter nach oben gezogen und kommen nur herunter, um Vieh zu stehlen. Passt auf, Freunde. Die Herren, ihre Getränke. Ah, sehr gut, Mädchen. Horst, mach dich mal nützlich und verteil sie. Erster Tag, was? Wünschen Sie sich was? Alles klar, mach ich. Ich wünschte, ich wüsste, wozu diese Karten gut sind. Den Wunsch kann ich erfüllen. Sie zeigen die verschiedenen Ziele einer Expedition, die wir gerade planen. Dann sind Sie wohl nicht nur wegen der Aussicht hier. Nein, Fräulein, nur wegen des Biers und eines hübschen Lächelns. Da draußen ist unser Ausbilder. Der soll unseren Wirrenhaufen für den großen Aufstieg in Baltaja in Form bringen. Aha. So, guck mal, was noch da ist. Und was ist das für eine, wenn ich fragen darf? Das ist Baltaja. Eine abgelegene Region in den Bergen Nordchinas. Dort führe ich mein Team in ein paar Wochen hin. Und was ist das Ziel der Expedition? Nun, sagen Sie es nicht weiter. Aber Ihr Codename ist zum Ursprung. Und wenn es nach mir geht, wird sie unsere Wahrnehmung der Menschheit grundlegend ändern. Wie sie alle erwartungsvoll angucken. Jetzt können wir die alle einzeln ansprechen. Was ist mit Ihnen, die Herren? Ich stelle Ihnen mein Spitzenteam vor. Horst Sauer, talentierter Anthropologe und ständige, aber nützliche Nervensäge. Rudolf Jäger, angesehener Ethnologe. Und nicht zuletzt Albert Bauer. Paläontologe. Und Sie? Reinhard Berger, Biologe. Wie Herr Berger sagt. Wir sind hier, um für die Ursprungsexpedition zu trainieren. Dafür erhalten wir Mittel für unsere eigenen Projekte zu Hause. Und aus Liebe zur Wissenschaft, was, Horst? Oh ja, natürlich, Herr Berger. Sicherlich wäre sonst keiner von uns hier, nicht wahr? Erzählen Sie von sich, meine Liebe. Oh, ich bin Dana. Ich arbeite nur während der Ferien hier. Aber ich bin neugierig, worum es bei der Expedition zum Ursprung geht. Also, wenn das nicht streng geheim ist. Sagen wir so, Fräulein Dana, falls, wenn wir finden, was wir suchen, werden Sie sich dieses Gesprächs bis in alle Ewigkeit erinnern. Sie werden Ihren Enkeln erzählen, dass Sie das Ursprungsteam bedient haben.
Das Team, das nichts Geringeres als das fehlende Bindeglied zur überlegenen Rasse der Menschen entdeckt hat. Den Australopithecus habilis, direkter Vorfahre des Homo sapiens. Oder, etwas ordinär ausgedrückt, den Yeti. Oh, aha. Deshalb der Name Ursprung. Was auch immer wir finden und wir es nennen, es wird die Welt der Anthropologie erschüttern. Das wird uns helfen, zu erklären, wie wir uns entwickelt haben. Und zwar vom Australopithecus zum modernen Menschen. Und dann... Jetzt geht's wieder los. Wenn er mal anfängt, über Anthropologie zu reden, gibt's kein Halten mehr. Ich glaube nicht, dass Fräulein Dana deine ewigen Ausführungen hören möchte, Horst. Ich bin zwar nur eine Kellnerin, aber ich finde es doch sehr interessant. Nun, Fräulein, die Expedition zum Ursprung könnte einige Studienfächer revolutionieren. Oder zumindest eine neue Art der Stammesorganisation aufzeigen. Eine Mikrogesellschaft. Durch die Entdeckung einer Art, die eine große Rolle in der Evolution des modernen Menschen gespielt haben könnte. Meine Herren, auf die braunen Schatten für die großzügige Finanzierung der Expedition, die unser Verständnis der Menschheit neu definieren wird. Aha, wir verbrüdern uns wohl mit dem Personal, die Herren. Wir stoßen nur auf Ihre Großzügigkeit an, Herr Höss. Darf ich Sie erinnern, dass diese Mission von meiner Partei finanziert vertraulich ist? Wissen Sie, was das heißt, Dr. Berger? Ja, Herr Höss. Das heißt, meine Herren, es ist streng verboten, Ziele oder Details irgendjemandem außerhalb unseres Kreises mitzuteilen. Schon gar nicht der erstbesten Kellnerin, die mit den Wimpern klimpert. Fräulein, sobald Sie hier fertig sind, schlage ich vor, Sie gehen zurück an Ihre Arbeit. So ein Rohling. Das ist eine der Unannehmlichkeiten, wenn man mit einem so politischen, privaten Geldgeber arbeitet. Aber er macht nur seinen Job. Und ich nehme an, wie überall im Leben muss man Kompromisse machen, um zu bekommen, was man will. Also, denken Sie sich nichts, Fräulein. So läuft das in der Wissenschaft tatsächlich, im Leben überhaupt. So ist wohl der Lauf der Welt, Herr Berger. Meine Herren, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Aber jetzt muss ich wieder arbeiten. Oh Mann. Was kann ich jetzt noch auf die Terrassebestellung auf den Ofen einstellen? Gehen wir mal erstmal auf die Terrasse. Leon, mein Schatz, streng dich etwas an. Leni, Liebes? Mensch, hast du mich jetzt aber erschreckt? Was hast du da? Oh, das. Nur eine Kameralinse. Eine Kameralinse? Ja. Von Frau Junta ausgeborgt. Wer ist diese Frau Junta überhaupt? Rotschopf Junta, da drüben. Verheiratet? Oh nein. Und auch schon zu alt zum Heiraten. Sie ist weit über 20. Deshalb filmt sie Leon so gern. Weil er so ein schmucker junger Bursche ist. Leni. Und sie lässt mich nie ihre Ausrüstung ausprobieren. Ich wollte ihr nur helfen, etwas zu filmen. Wette, sie ist eifersüchtig. Eifersüchtig oder nicht, du solltest trotzdem nicht mit Sachen spielen, die dir nicht gehören, Leni. Gerade wenn es dir verboten wurde. Na und? Du bist nicht meine Mutter. Und wenn du mich verpfeifst, sage ich meinem Vater, er soll dich rauswerfen. Ach, ist das so, kleiner Feldwebel? Allerdings, Soldat.
Gott, kann das hier noch schlimmer werden? Ein bisschen mehr zur Seite, bitte, Schätzchen. Noch ein Werk von Herrn Gustav. Das macht ihm sicher nichts aus, wenn ich mir das eben ansehe. Kann man schön durchgucken. Nein, das geht noch besser. Wir wollen ja eigentlich Bestellung aufnehmen und nicht hier trödeln. Trödeln schon genug. Ich störe sie besser nicht. Diese Junta war vorhin nicht gerade nett zu Leni. Also keine Bestellung auf der Terrasse. Dann müssen wir jetzt mal für den Ofen sorgen. Der ist hier. Ich bin froh, dass Herr Gustav es gern hat, wenn ich für die Gäste spiele. So roste ich wenigstens nicht ein. Ach nee, das ist Klavier. Entschuldigung. Ich habe es halt nur gerade von der Seite gesehen. Das ist der Ofen natürlich. Ja, sagen einstellen. Okay, aber was genau soll ich eigentlich einstellen? Ach nee, das ist nicht im grünen Bereich. Sieht aus, als wäre etwas mit der Luftzufuhr nicht in Ordnung. Luftzufuhr. Jetzt müssen wir die natürlich erstmal finden. 3. Hier ist das und da fehlt ein Ventil. Haben wir die 2. Dieser Mechanismus steuert die Luftzufuhr, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und der hat ja gerade... Herr Gustav hat keine Zeit, das zu reparieren. Wow, so einen Ofen habe ich noch nie gesehen. Das muss eine von Herrn Gustavs Erfindungen sein, über die alle in Wagen sprechen. Tja, ein bisschen kompliziert, oder? Nein. Unmöglich. Kann man hier noch irgendwas machen? Sieht gut aus. Nee, kann man nicht. Liegt hier vielleicht irgendwo was rum? So ein loses Ding oder so. Da ist es ja, was hakt. Ist auf jeden Fall Holz. Das reicht nicht. Ich muss das Feuer stärker anfachen. Dafür brauchen wir aber erstmal Holz. Und das haben wir nicht. Sehr gut, so bleiben. Ja. Das sollte fürs Feuer genügen. Aber ich glaube, etwas stimmt nicht mit der Luftzufuhr.
Genau, und dafür fehlt halt hier an der Stelle was. Ach ja, Wow, so einen Ofen habe ich noch nie gesehen. Das muss eine von Herrn Gustavs Erfindungen sein, über die alle in Wagen sprechen. Ich versuche was anderes. Sieht gut aus. Kann man hier irgendwas vielleicht abschrauben, was nicht benötigt wird? Dieses ist locker. Und das zum Beispiel? Aber dann fehlt es doch wieder da. Na gut, egal. Aber funktioniert. Das war's. Ich bin hier fertig. Ich habe alles getan, was Herr Gustav mir aufgetragen hat. Das sage ich ihm besser. Nee, ich muss wahrscheinlich von vorne mit ihm sprechen. Alles gut? Ja, keine Bestellungen mehr und alle sind bedient. So ist gut. Du hast deinen ersten Abend gut bewältigt, Dana, mein Mädel. So wie du dich von allem, was mit den braunen Schatten zu tun hat, rausgehalten hast. Weiter so. Und wir überstehen das. Ja, Dana? Aber was, wenn er... Mach es weiter genauso. Dann wird alles gut. Du hast sie um den Finger gewickelt, Dana. Gut gemacht. Besonders, da ich dir nicht einmal erklären musste, wie das geht. Ein Naturtalent. Mach weiter so, Liebes. Dann werden dir im Nu alle Türen offen stehen. Also, junge Dame, du willst im Herbst immer noch zur Akademie gehen, nicht wahr? Worauf wartest du dann? Mach dich ans Üben und spiel uns ein Lied, wenn du schon dabei bist. Na gut, mache ich. Danke, Herr Gustav. Spiel diesmal etwas Melodiöses. Das ist mal was anderes als die Marschmusik, die sich einige Gäste in letzter Zeit immer wünschen. So, machen wir mal hier auf. Geht's nicht. Endgegner Haken. Also, Herr Gustav hat die Taste, die ich gestern zerbrochen habe, ziemlich gut repariert. Wie hat denn das geschafft? Thank you.
Leon, was machst du da? Ich will doch das Licht einfangen. Es tut mir so leid. Ich konnte mich nicht bremsen. Bravo! 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 Applaus! Sie klatschen dafür? Oh, dieser Krach gefällt Ihnen wohl. Was? Sie sollten sich was schämen! Schämen, sag ich! Der Musik eines verräterischen polnischen Separatisten zu klatschen! Aufwieglerisch! Das ist die Sorte Aufrührerei, die ehrlichen Leuten das Gift der marxistisch-wagneranischen Ideologie ins Herz träufelt! Und wer sich mit dieser Vulgarität gemein macht, ist des Verrats schuldig. Sie sind betrunken, Herr Hess. Aus dem Weg, Bengel. Kommen Sie, wir verziehen uns lieber erstmal. Sie hätten mich damals sehen sollen, Fräulein Walker. Ich war so jung und begierig zu sehen, was zwischen Dana und Leon passieren würde. Ich musste es wissen, musste dabei sein. Egal wie. Oh, Leni, warum überlässt du das Klavier nicht denen, die es wirklich spielen können, hm? Okay. Hier wird die mal beobachten.
Leni ist ja neugierig. Oh, schöner Ausblick. Alles in Ordnung? Ja, dachte ich mir. Es ist nur, hätte ich mich gewehrt, hätte ich meine Arbeit verloren. Glauben Sie mir, ich war kurz davor, meine Studiengebühren für die Akademie nach den Ferien nicht zahlen zu können. Keine Sorge. Er war sturzbetrunken. Der erinnert sich morgen an gar nichts. Der alte Gustav weiß, es war nicht Ihre Schuld. Und Sie haben ihn nach Ihrem Lied nicht gesehen. Hingerissen war er. Es gibt immer mehr Menschen wie diesen Rohling. Sie machen sich nicht einmal mehr die Mühe, ihren Hass zu verbergen. Als wäre es ihr Ziel, fast ihr Lebenszweck, Leute wie mich zu beschimpfen, als wären Vagarana plötzlich die Geisel der Gesellschaft. Wir können nichts tun, ohne unsere Heimat zu verlieren. Meine Eltern sind nun auch Nervenbündel. Sie schlafen nachts nicht mehr. Erst letzte Woche wurde unser Schaufenster schon wieder eingeworfen. Und unsere Nachbarn? Denen ist das egal. Genau wie den Behörden. Was ist? Hat meine Tirade Sie erschreckt? Nun ja, allerdings. Ich meine, nicht Sie, Fräulein. Was Sie über die Faschisten sagten. Sie haben meine eigenen Vermutungen in Worte gefasst, Fräulein. Denn was Sie über die braunen Schatten sagten, stimmt, und das macht mir Sorgen. Früher dachte ich, Sie wären nur ein Haufen Spinner in albernen Uniformen. Aber jetzt sehe ich, dass diese Verrückten es ernst meinen. Todernst. Aber Sie wussten doch vorher, wer die Expedition finanziert. Ehrlich gesagt habe ich nie darüber nachgedacht. Hess und die Wissenschaftler kenne ich erst seit heute. Sie waren nur irgendeine Gruppe, die ich ausbilde. Hätte ich das gewusst, hätte ich es mir zweimal überlegt. Aber wissen Sie was? Was? Ich werde Sie nicht mehr ausbilden. Geht das denn? Das ist ein freies Land, oder? Nach einer kurzen Kündigungsfrist bin ich Sie los. Und dann kann ich den Sommer hier mit Ihnen verbringen. Und malen. Ich male gar nicht. Sie spielen? Ich male. Meine Leidenschaft. Sie können meine Muse sein. Sagen Sie das all Ihren Freundinnen? Nein, nie. Hallo, ihr zwei Turteltauben. Es ist Schlafenszeit, also kommt rein, bevor ihr euch eine Erkältung einfangt. Oder Schlimmeres. Und so stach Dana alle aus. Ein Blick und Leon verliebte sich Hals über Kopf in sie. Und es dauerte nicht lange, bis auch Dana sich in ihn verliebte. Liebe auf den ersten Blick nennt man das wohl. Bis weitergeht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.